Wer ist kein Schleswig-Holsteiner? Und wer von denen, die gerade die Hand gehoben haben, wäre gerne ein Schleswig-Holsteiner, weil es hier so schön ist? Okay, ja doch, da hinten auch. Da, immerhin. Also, Bundesratspräsidentschaft war jetzt ein Jahr in Schleswig-Holstein und geht jetzt über heute 15.30 Uhr vom Ministerpräsidenten Schleswig-Holstein von Daniel Günther auf Dietmar Woidke. Also, die kommende Bundesratspräsidentschaft dann im Bundesland Brandenburg. Und nächstes Jahr finden deswegen die Einheitsfeierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Potsdam statt. Jetzt wollen wir eine kurze Bilanz ziehen und ich freue mich sehr, dass ein echter Schleswig-Holsteiner zu uns kommt. Er ist nämlich der Staatssekretär, der Bevollmächtigte des Landes Schleswig-Holstein beim Bund. Klingt total sperrig. Er ist der Botschafter von Schleswig-Holstein in Berlin und wir heißen ihn willkommen. Hier ist Ingbert Liebing. Schönen guten Tag. Herr Liebing, nehmen Sie Platz. Ich habe gerade schon mal gefragt, viele Schleswig-Holsteiner hier. Was macht den Schleswig-Holsteiner aus? Sie können es als im Norden Geborener genau erklären. Vor allem macht es die Schleswig-Holsteiner aus, dass sie die glücklichsten Menschen in Deutschland sind. Das hat eine Untersuchung herausgefunden, dass hier die glücklichsten Menschen leben. Das habe ich auch gelesen. Und wenn ich hier in die Gesichter schaue, stimmt. Ja, die Bestätigung. Ja? Und viele sagen, Mensch, hier vorne Reihe 2 auch die bestaussehendsten. Also, Schleswig-Holstein, besonderes Land, die Feierlichkeiten heute hier in Kiel, gestern auch schon. Sie waren unterwegs, Sie waren beim Festakt, Gottesdienst wahrscheinlich heute Morgen auch erlebt. Wie erleben Sie den Tag der Deutschen Einheit in Kiel? Das ist ein großartiges Fest mit ja auch heute ganz besonders hoher Beteiligung bei schönem Wetter. Es ist eine einmalige Chance für unser Land, sich in ganz Deutschland zu präsentieren. Sowohl bei den offiziellen Festivitäten, ich komme gerade von dem Festakt in der Sparkassenarena, aber eben auch hier mit den Ständen, mit dem Bürgerfest, die Begegnung der Menschen, das steht ja heute im Mittelpunkt. Das steht im Mittelpunkt, aber auch diese Einheit steht natürlich im Mittelpunkt. Und ein Land, dessen Einheit mittlerweile vollzogen ist, ja oder nein, gibt viele Berichte heute. Wie erleben Sie das? Ja, wir stellen schon fest, dass die Einheit noch nicht abschließend vollzogen ist, sondern dass es immer noch unterschiedliche Empfindungen gibt, was ja auch erklärlich ist aufgrund der unterschiedlichen Geschichte, die wir miteinander haben. Und so ist der Prozess der Einheit noch ein längerer Weg, der vor uns liegt, um zu dem zu werden, was wir uns alle wünschen, wirklich ein einheitliches Land, wo alle auch gleichermaßen miteinander empfinden. Es ist ja auch so spannend. Ich habe vorhin wieder Zahlen gelesen und das finde ich 30 Jahre danach auch wirklich krass. Der Durchschnittsbruttolohn beispielsweise bei den Westdeutschen liegt bei rund 3.400 Euro, bei den Ostdeutschen bei 2.750 Euro. Allerdings seien die Lebenshaltungskosten in Ostdeutschland 10-15% geringer. Ich habe mich dann gefragt, 30 Jahre danach, dass das immer noch so ein Thema ist mit unterschiedlichen Löhnen, aber auch mit Lebenshaltungskosten in einem Land, in einer Republik. Können Sie als Politiker das erklären? Nun, ja, man könnte das alles ökonomisch erklären, woher das kommt. Aber diese Situation haben wir auch in großen Unterschieden zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. In Bayern, in Baden-Württemberg gibt es in vielen Branchen auch höhere Löhne als bei uns in Schleswig-Holstein. Und die Mieten sind in München höher als hier in Kiel. Und wir haben große Unterschiede zwischen städtischen Regionen und ländlichen Regionen in Deutschland. Die Vorstellung ist nicht, dass alles gleich ist in Deutschland. Zu Deutschland gehört auch die Vielfalt. Aber wichtig ist, dass die Menschen gleichermaßen sich glücklich fühlen können und sagen, wir haben überall in Deutschland auch die gleichen Chancen, uns zu verwirklichen. Und da stellen wir fest, dass gerade in den östlichen Bundesländern doch viele Menschen noch das Gefühl haben von unterschiedlicher Augenhöhe, dass sie noch nicht auf gleicher Augenhöhe angekommen sind im gemeinsamen Land. Und das ist das, was uns Sorge machen muss, was auch unsere Bundeskanzlerin eben in ihrer Festrede auf dem Festakt angesprochen hat. Die ja selber eine ostdeutsche Vergangenheit hat und natürlich hier diesen Unterschied eben zu machen zwischen Ost und West. Ich mag immer die Generation so, die nach uns kommt, die Einheit in der Form gar nicht erlebt haben, weil sie schlichtweg 30 oder jünger sind, die kennen das gar nicht mehr, Ost und West. Für die ist Ost und West das Gleiche wie Nord und Süd. Und Sie haben dankenswerterweise gerade ja auch den Vergleich angesprochen, der unfairerweise manchmal eben bei solchen Zahlen dann auch nicht
gemacht wird. Insofern sicherlich auch eine Menge, was geschaffen und geschafft worden ist. Übrigens, die Bundesländer spielen sowieso immer eine große Rolle und die spielen vor allem hier beim Bundesrat eine große Rolle. Ich habe das gerade liebevoll genannt, weil bevollmächtigt, das klingt so sperrig natürlich, der Botschafter Schleswig-Holsteins beim Bund. Das sind Sie, Herr Liebing. Da gibt es 15 andere Botschafter, wir hatten gestern noch einige hier auf der Bühne und Sie hatten als Schleswig-Holsteins Botschafter jetzt ein besonderes Jahr, wegen der Bundesratspräsidentschaft. Für alle, die da vielleicht wenig bisher von gehört haben, was bedeutet das eigentlich, Bundesratspräsidentschaft? Na, das erste ganz Augenfällige ist, dass der Ministerpräsident unseres Bundeslandes Schleswig-Holstein, Daniel Günther, ein Jahr lang mit der Bundesratspräsidentschaft die Sitzungen des Bundesrates leitet. Das ist das Vordergründige. Er ist protokollarisch die Nummer 4 in Deutschland. Er vertritt den Bundespräsidenten, wenn der im Urlaub ist oder krank sein sollte. Aber es ist auch ein Jahr, in dem die Aufmerksamkeit Deutschlands sich stärker auf dieses Land der Bundesratspräsidentschaft richtet, wo wir uns auch als Schleswig-Holsteiner deutschlandweit präsentieren, in Berlin zum Beispiel in unserer Landesvertretung Schleswig-Holsteins, die ich leiten darf, mit gezielten Veranstaltungen. Der Bundesratspräsident macht Auslandsreisen, vertritt ganz Deutschland auch im Ausland. Und so ist das ein spannendes Jahr, dessen Höhepunkt jetzt zum Tag der Deutschen Einheit eben mit den Festivitäten hier in Kiel auch endet. Und es gibt auch immer in jedes Bundesland mit dem Ziel, einen gewissen Stempel dieser Bundesratspräsidentschaft aufzudrücken, ist das falsche Wort, aber Zeichen zu setzen, auch für das eigene Bundesland. Was konnte Schleswig-Holstein da erreichen? Ich glaube, dass es unserem Ministerpräsidenten Daniel Günther in seiner Funktion als Bundesratspräsident gut gelungen ist, gerade diesen Bundesrat, der eher ein getragenes Gremium ist, wo es nicht so lebhaft in den Sitzungen abgeht wie im Deutschen Bundestag, wo Regierung und Opposition aufeinander knallen, wo Stimmung in der Bude ist mit Zwischenrufen, Zwischenfragen. Das gibt es im Bundesrat ja alles gar nicht. Da sind ja alles Regierungsvertreter. Dass er mit seiner frischen, lockeren, auch jüngeren Art etwas mehr Leben in die Bude gebracht hat und damit auch ein Stück weit mehr Aufmerksamkeit auf den Bundesrat gezogen hat. Ich glaube, das ist ihm sehr gut gelungen. Das ist ein spannender Punkt, den Sie ansprechen. Stichwort hier der jüngeren Generation. Mit Daniel Günther haben wir einen der Ministerpräsidenten, der eher dieser jüngeren Generation, ähnlich wie übrigens Tobias Hans aus dem Saarland zum Beispiel, zuzuzählen ist. Brauchen wir mehr frischen Wind in der Politik? Das ist eine dauerhafte Aufgabe für die Politik, immer wieder auch für Wechsel und für personellen Nachwuchs zu sorgen. Und wir haben ja mehrere jüngere Ministerpräsidenten. Sie haben auch Tobias Hans aus dem Saarland genannt, Michael Kretschmer aus Sachsen gehört mit dazu. Und das sind auch junge Persönlichkeiten, die in ihrem Land Verantwortung tragen, aber über den Bundesrat ja auch Verantwortung für ganz Deutschland mit übernehmen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Entwicklung. Übrigens gab es zweimal bisher in der Geschichte des Bundesrates die Situation, und das ist gar nicht lange her, dass der Bundesratspräsident dann kommissarisch das Amt des Bundespräsidenten bzw. die Geschäfte des Bundespräsidenten dann weiterführen musste. Das war einmal nach dem Rücktritt von Horst Köhler, damals Jens Böhrnsen. Und die Situation kurze Zeit später, als Christian Wulff zurückgetreten ist. Damals, wenn ich mich richtig erinnere, war es dann Horst Seehofer, der für eine kurze Zeit die Geschäfte geführt hat. Als damaliger Bundesratspräsident zeigt aber auch, wie wichtig, und Sie haben gerade gesagt, die Nummer 4 im deutschen Staate, wie wichtig auch rein von der Jobbeschreibung diese Position der Bundesratspräsidentschaft ist und wie wichtig auch der Bundesrat im Zusammenspiel der Verfassungsorgane ist. Ganz genau. Eigentlich wird diese Funktion, protokollarisch die Nummer 4 im Staat zu sein, eher mit den protokollarischen Aufgaben verbunden. Wenn besondere Festveranstaltungen stattfinden, Staatsakte, dann ist der Bundesratspräsident immer mit dabei. Aber es kann eben auch mal tatsächlich zum Ernstfall kommen, dass der Bundesratspräsident dann auch den Bundespräsidenten vertritt, urlaubsweise sowieso. Genau, ich wollte sagen, wenn der im Urlaub ist, dann werden diese Geschäfte da eh weitergeführt. Reden wir nochmal über die vergangenen 12 Monate. Das Spannende ist ja auch, dass Daniel Günther als Bundesratspräsident, aber genauso eben auch mit seinem Team, und da gehören Sie dann auch dazu, ja dann auch auf Reisen ist und sprich
den Bundesrat auch international vertritt als Bundesratspräsident. Und ich glaube, da gab es, würde er uns vielleicht gleich selber auch noch erzählen, einige spannende Besuche auch im Ausland. Ja, es ist Tradition, dass der Bundesratspräsident in seinem einen Amtsjahr, das ist ja nicht lange, ja, stimmt, eine größere Auslandsreise durchführt. Die hat er nach Afrika unternommen, nach Angola und Namibia. Und das war auch sehr bemerkenswert, weil Namibia war ja mal eine deutsche Kolonie, Südwestafrika. Und wir haben uns als Deutschland immer etwas schwer getan, mit diesem kolonialen Erbe auch anzuerkennen, dass Deutschland als Kolonialmacht damals auch sich versündigt hat an der einheimischen Bevölkerung. Das hat er dort sehr klar angesprochen und damit auch Zeichen gegenüber der dortigen Bevölkerung in Namibia gesetzt, die große Hoffnungen auch jetzt haben, dass dieser Prozess der Verständigung und der Anerkennung von kolonialen Sünden auch fortgeht. Also eine der Aufgaben, die natürlich neben vielen auch innenpolitischen Aufgaben, die ein Ministerpräsident nun mal auch zu erfüllen hat, aber dann auch ihm persönlich, so habe ich das zumindest gelesen, sehr am Herzen gelegen haben. Sie haben das gerade auch ansatzweise erwähnt. Also der Bundesratspräsident kann selbst entscheiden, was er da macht. Genau, es war so eine persönliche Entscheidung, auch bewusst nach Afrika zu fliegen. Der Riesenkontinent mit gewaltigen Problemen, der ärmste Kontinent auf der Welt, aber der gar nicht so im Fokus der öffentlichen internationalen Politik steht. Und da wollte er ganz bewusst ein Zeichen setzen. Aber hat ja auch andere Reisen in Europa gemacht. Es gehört immer zu dem Jahr der Präsidentschaft im Bundesrat dazu, dass er nach Paris fährt. Und da durfte ich ihn auch begleiten, Besuch in der zweiten Kammer des französischen Parlaments beim Senat. Da wechselt der Vorsitz nicht jährlich und das hat der Präsident dann auch zum Ausdruck gemacht, wie spannend für ihn das ist, jedes Jahr wieder einen neuen Präsidenten des Bundesrates kennenzulernen. Ich wollte gerade sagen, er wird dann Dietmar Woidke kennenlernen, den Ministerpräsidenten oder noch Ministerpräsidenten und wahrscheinlich auch wieder dann gewählt Ministerpräsidenten. Ihr Kollege Thomas Kralinski aus Brandenburg, der hat gestern hier gesagt, am 27. November wird die aller Voraussicht nach die Wahl zum Ministerpräsidenten stattfinden. Und ich glaube, mit Ihrer politischen Erfahrung ist es Formsache, dass Dietmar Woidke das bleiben wird. Oder? Also jetzt spricht ja alles dafür, dass dort eine Koalition unter der Führung des jetzigen Ministerpräsidenten in Brandenburg bestätigt wird. Und die Wahl des Bundesratspräsidenten erfolgt immer einstimmig nach einem festen Turnus, geht nach den Größeverhältnissen, nach Einwohnerstärke der Bundesländer. Und da ist halt Brandenburg an der Reihe und dann akzeptieren auch alle anderen Länder, dass der Ministerpräsident diese Bundesratspräsidentschaft übernimmt. Also er wird heute Nachmittag hier um 15.30 Uhr den Staffelstab von Daniel Günther dann übernehmen. Dietmar Woidke, gibt es da von Ihrer Seite, ich sag mal aus der, und das sage ich voller Respekt, zweiten Reihe bei den Bevollmächtigten, die ja sehr eng mit den Ministerpräsidenten im Bundesrat zusammenarbeiten, gibt es da auch an den Kollegen Kralinski den einen oder anderen Tipp von Ihnen? Außer habt Spaß, genießt es und bringt so viel Gutes in die Welt, wie ihr könnt. Der Kollege Kralinski aus Brandenburg ist lange genug im Geschäft und bedarf nicht meiner Tipps, zumal er schon früher mal Bevollmächtigter gewesen ist. Der kennt das Geschäft länger als ich und er weiß, was auf ihn zukommt. Trotzdem ja spannend, weil auch in Ihrer Rolle als Bevollmächtigter eines Landes eine Bundesratspräsidentschaft zu erleben, die gibt es nun mal nur alle 16 Jahre. Da gibt es die wenigsten, die eine Bundesratspräsidentschaft zweimal mitmachen, ne? So ist es. Wobei, eine Korrektur muss ich ja anbringen. Bitte. Es ist die Regel alle 16 Jahre. Stimmt. Aber Schleswig-Holstein hatte das letzte Mal die Bundesratspräsidentschaft 2006 mit dem damaligen Ministerpräsidenten Peter-Harry Carstensen. Jeder kann nachrechnen, das ist erst 13 Jahre her. Schleswig-Holstein hat aufgeholt. Wir sind im Verhältnis der Bundesländer Einwohner stärker geworden, haben Brandenburg und Sachsen-Anhalt überholt und deswegen sind wir jetzt schon wieder nach 13 Jahren dran, aber in der Tat das nächste Mal aller Voraussicht nach erst wieder in 16 Jahren. In der Tat, Sie haben völlig recht, da gibt es das ein oder andere Bundesland. Es geht nämlich immer der Größe nach, also was diese Bundesratspräsidentschaft angeht. Nordrhein-Westfalen im Jahre 2011 war damals als größtes Bundesland, haben sie gestartet. Danach kamen die Bayern, dann Baden-Württemberg und es geht eben immer nach der Einwohnerzahl. Spricht übrigens für Schleswig-Holstein, dass dieses Bundesland wächst, oder?
Ja, das ist das eine, aber wir müssen eben auch anerkennen, das ist gerade eines der Probleme der neuen Länder im Osten, dass dort die Einwohnerzahl nachlässt. Und das ist auch noch mal wieder ein Zeichen dafür, dass es doch noch Unterschiede in Deutschland gibt. Und das Thema der gleichwertigen Lebensverhältnisse in Deutschland ist eines der Themen ganz oben auf der Tagesordnung der Bundespolitik. Die Bundesregierung beschäftigt sich damit, der Bundestag und wir auch in allen 16 Ländern im Bundesrat, um genau dies auszugleichen. Wie kann man auch den Ländern, die unter Einwohnerschwund leiden, auch zusätzliche Impulse verleiten, damit die Menschen dort bleiben können, im eigenen Land, da wo sie zu Hause sind, wo ihre Heimat ist, dort sollen sie auch Zukunft haben. Und da brauchen sie Arbeitsplätze, da brauchen sie Perspektiven. Hier ist die Politik natürlich gefordert, auch die Lebensmöglichkeiten, die Umstände weiter zu verbessern. Wobei, damit würde ich gerne abschließen, und Sie sind ja selber auch im Osten unseres Landes unterwegs, wenn wir an Helmut Kohl und die versprochenen blühenden Landschaften denken. Ich lebe selbst mittlerweile in Brandenburg, also in einem der ehemals neuen Bundesländer. Und wenn ich durch Brandenburg fahre, erst neulich wieder von Cottbus nach Süden über Land gefahren bis nach Dresden, und zwar nicht die A13 runter, sondern ganz bewusst über Land, egal wo man da durch das Land fährt, an den meisten Stellen sind diese blühenden Landschaften entstanden. Man muss es nur mal bewusst fahren, nicht über die Autobahn, sondern durch die Dörfer, durch die kleinen Städte. Kohl hat das versprochen, er hat es gehalten, muss man sagen, 30 Jahre später. Oder sehen Sie es anders? Nein, ich stimme Ihnen voll zu. Wenn man mit offenen Augen durch diese 5 Bundesländer fährt, dann sieht man blühende Landschaften. Und es gibt ja eher das Empfinden, auch in manchen Teilen Westdeutschlands, dass dort Probleme liegen geblieben sind. Und auch das ist ein Thema dieser Aufgabe, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu schaffen. Und wenn wir die 5 ostdeutschen Länder uns ansehen, ökonomisch ist keines der Länder so erfolgreich wie Sachsen. Und dort ist die Stimmung viel schlechter als in den anderen Ländern. Und das ist nochmal ein Indiz dafür, dass es nicht nur um die harten ökonomischen Fakten geht, der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern dass wir uns vielmehr mit den Empfindungen der Menschen beschäftigen müssen. Ja. Und das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen, die innere Einheit des Landes noch zu vollenden. Einem Lebensgefühl in diesen Ländern auch zu sagen, ich bin stolz darauf, nicht nur stolz darauf, ein Deutscher zu sein, sondern stolz, ein Sachsen-Anhaltiner, Brandenburger oder auch Mecklenburger, wie auch immer zu sein. Das macht Spaß, mit Ihnen zu reden, Herr Liebing. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich sehr auf den heutigen Nachmittag, wenn wir dann gleich Daniel Günther hier bei der Amtsübergabe in 1 Stunde und 10 Minuten erleben werden. Ihnen danke für die Besuche gestern und auch heute hier bei uns auf der Bühne in Ihrem Zuhause, im Bundesrat. Ja. Dankeschön. Ich darf abgeben an die Kollegen vom Besucherdienst mit einer kurzen Pause. Sie sehen hier schon, hier wird auch schon aufgebaut. Wir haben heute das Marine Musikkorps aus Kiel hier zu Gast. Da freue ich mich sehr drauf. Am heutigen Nachmittag wird es da auch noch tolle Musik geben. Also schon willkommen an die Kollegen und einen herzlichen Dank jetzt schon für den Aufbau hier. Ja.